Hallo ihr Lieben, welcome back zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Schön, dass ihr wieder hier seid. Mittlerweile sind wir schon seit fast 3 Wochen hier auf Koh Phangan und morgen ist tatsächlich schon unser letzter Tag hier auf der Insel. Und wir haben uns es nicht nehmen lassen, euch noch einmal die gesamte Insel zu zeigen. Deswegen geht es heute in diesem Video einmal mit dem Roller um die komplette Insel und wir werden euch die schönsten Spots hier auf der Insel zeigen. Angekommen an Spot Nummer 1 und zwar sind wir hier in Chalok Plum. Hier haben wir einen kleinen Pier. Dahinter befinden sich noch Badestrände. Wunderschön ist auch die nächste Bucht. Da gibt es ganz viele Kitesurfer immer. Also das ist eine Kiteschule. Was das Thema Touristen angeht, ist diese Seite der Insel etwas ruhiger. Also vor allem hier um Chalok Plum. Es sind nicht viele Menschen hier. Also die meisten, die man hier sieht, sind wirklich die Locals. Es gibt auch nicht wirklich jetzt so viele Cafés oder sonst was. Also es ist sehr einfach gehalten, aber es ist trotzdem wunderschön. Leider haben wir heute noch etwas bewölktes Wetter. Aber ich denke mal, die Sonne wird sich sicher noch zeigen im Laufe des Roadtrips. Wir sind nun im Nordwesten der Insel am Koh Ma Beach bei wohl einem der bekanntesten Fotospots der Insel. Jetzt gerade haben wir High Tide, also Flut, deswegen sieht man diese Sandbank, die sich normalerweise hier rauszieht, nicht. Das kommt dann gegen so 16, 17 Uhr, ist wahrscheinlich die beste Zeit, um hier vorbeizuschauen. Allerdings ist es dann auch ziemlich voll. Wir sind jetzt hier, gerade am Morgen ist jetzt 9 Uhr morgens und wir sind eigentlich die Einzigen hier am Strand. Es ist wie gesagt eine sehr schöne Area, sehr viele auch hochpreisigere Beach Resorts, die man hier finden kann. Mit der Drohne werden wir jetzt nicht fliegen, es geht sehr, sehr viel Wind. Wir waren aber schon mal da und haben ein paar gute Drohnenaufnahmen gemacht. An Spot Nummer 3 und zwar dem Secret Beach. Das ist eine richtig kleine, schöne, süße Bucht, die ihr hier hinter mir sehen könnt. Das Meer hat allerdings etwas Seaweed reingebracht, das ist ansonsten nicht da. Der Strand ist sehr seicht zum Reingehen, man kann super schön baden hier. Auf der anderen Seite der Bucht befindet sich ein richtig cooler Beach Club, beziehungsweise gehört das Ganze zu einem Beach Resort, kann aber öffentlich genutzt werden. Da waren wir auch schon, können wir euch richtig empfehlen, gibt super leckeres Essen und hat richtig geniale Jungle Vibes dort. Das Ganze befindet sich jetzt hier an der Westküste, blende ich euch hier auch noch kurz ein. Wir werden uns jetzt erstmal was zu frühstücken suchen und dann geht's weiter mit dem nächsten Spot. Gibt es außerdem richtig coole Beach-Bungalows, habe ich gerade noch gesehen. Den Link dazu blende ich euch unten in der Infobox noch ein.
Wir sind jetzt hier bei unserer Meinung nach dem schönsten Strand auf Koh Phangan, dem Zen Beach. Der ist auch nicht ganz einfach zu finden, obwohl wir jetzt schon ein paar Mal hier waren, sind wir auch gerade wieder beim Eingang vorbeigefahren. Wir werden euch verlinken, wo man hier genau am besten herkommt. Ist hier wunder, ist fast eigentlich mehr ein Secret Beach als der sogenannte Secret Beach, genau. Aber es ist hier wunderschön, auch wieder weißer Sandstrand, glasklares Wasser. Es sind nicht zu viele Leute da, wo wir jetzt sitzen, sind ein paar Leute, aber wenn man links, rechts rausgeht, sehr, sehr nice. Ja, man hat die ganze Bucht hier auch zur Verfügung. Also es ist wirklich die ganze Bucht, der ganze Spitz ist hier der Strand und das ist richtig, richtig schön. Normalerweise wäre jetzt unser nächster Spot gewesen, dass wir euch unseren Lieblings-Beach Club zeigen. Das ist das Ocean Vibes, aber wir haben darüber schon separat ein Video gemacht. Das werden wir euch jetzt irgendwo hier in einer Infokarte verlinken. Also wenn man ein bisschen mehr Ruhe möchte, wenn man einen Strand für sich quasi alleine haben möchte, mit einer wunderschönen Aussicht, noch was essen möchte, dann das Ocean Vibes, also eine klare Empfehlung von uns. Diese Seite, die wir euch jetzt gezeigt haben, das ist auch die Seite, die eigentlich am teuersten ist von den Ressorts her. Und das ist auch die Seite, wo diese ganzen Yoga-Retreats, Breathwork-Sachen, vegane Restaurants und so weiter. Also das findet ihr alles hier in diesem Abschnitt. Das blende ich euch hier in der Map nochmal genauer ein. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal kurz nach Hause, machen es ein bisschen frisch und danach geht es voller Elan weiter auf die andere Seite der Insel. Kleinen Erfrischung zu Hause. Dann geht es für uns jetzt weiter zu Roadtrip Teil Nummer 2. Und zwar fahren wir jetzt dann in Richtung Südosten der Insel. Unser erster Spot wird jetzt Ha Trinh sein. Nachdem ich nun die letzten 3 Jahre nicht geschafft habe, ein Wiener Schnitzel zu essen, ein vernünftiges, wird es Zeit, dass wir hier in Thailand auf Koh Phangan uns ein Wiener Schnitzel gönnen. Schaut richtig nice aus. Wir sind jetzt hier im Südosten der Insel in Ha Trinh. Ha Trinh ist ja sehr bekannt für die sogenannten Full Moon Partys, die hier einmal im Monat stattfinden. Gestern war auch wieder so eine Full Moon Party. Man sieht hier deutlich noch die Nachwirkungen. Also die sind hier gerade noch beim Aufräumen und so. Man sieht noch ein paar Alkoholleichen umliegen, aber das ist ganz normal. Aber für diejenigen, die auf Party aus sind, für die ist Ha Trinh sicher ein super Ort. Ansonsten muss ich sagen, es ist nicht so schön wie der andere Teil der Insel. Der Strand hier, der ist zwar richtig nice. Die Westküste ist schöner. Die Westküste ist schöner und wie gesagt, wer auf Party aus ist, der ist in Ha Trinh absolut richtig. Zum Leben erwacht, machen wir uns weiter zu unserem Spot Nummer 2. Und zwar geht es jetzt für uns mal 45 Minuten quer durch den Nationalpark zum Thong Nai Ban Beach. Welcome to Ha Trinh. Tonight we present you Professor Muay Thai.
circa 30 Minuten Fahrzeit sind wir jetzt angekommen in Tongnaipan. Und zwar sind wir jetzt 30 Minuten quer durch den Nationalpark gefahren. Super schöne Strecke. Allerdings muss man ein bisschen aufpassen mit dem Roller. Es ist teilweise sehr viel Sand auf der Straße. Die Straßen sind teilweise sehr steil. Und sollte es hier noch regnen, ist es mega rutschig dazu. Also das sollte man beachten. Willkommen am wunderschönen Tongnaipan Beach. Es gibt hier zwei Buchten, in einer davon sind wir gerade. Hinter diesem Hügel befindet sich dann die zweite Bucht. Das Wasser ist super angenehm, die Strömung ist allerdings ziemlich stark heute, auch wenn man es hier gerade nicht so sieht. Aber die Wellen sind schon echt ordentlich. Wir machen uns nun wieder auf dem Weg von der Tongnaipan Bucht im Nordosten der Insel. Es ist wirklich wunderschön. Hier ist das komplette Gegenteil jetzt zu Hadrin, was für die Partygänger ist. Hier ist es eher das Umgekehrte. Also wenn man sich nach Ruhe sehnt, wenn man ein bisschen relaxen will, wunderschöne weiße Strände, die auch nicht dreckig sind, genießen möchte, dann ist man hier absolut richtig. Also bei uns geht es jetzt wieder auf On the Road. Und wohin fahren wir als nächstes? Tansadet. Tansadet Beach, mitten im Nationalpark. Also wir haben oben jetzt ein 100 Baht pro Person Eintritt bezahlt. Man kann am Weg nach unten bei, glaube ich, 4 Wasserfällen Halt machen. Der Strand hier ist ja interessant. Das ist kein feiner Sand, das ist eher so ein leichter, feiner Kieselstrand. Richtig schön. In Tansadet habe ich jetzt das gefunden, und zwar wer Lust auf Abenteuer hat, kann hier den Bach entlang nach oben gehen. Und zwar der Fusampan Waterfall. Der ist gleich 100 Meter hier bei der Straße direkt runter. Passt aber allerdings auf, der Weg runter ist nicht gerade wenig steil, etwas rutschig, und er lohnt sich aber. Also unten ist wirklich wunderschön. Können wir euch sehr empfehlen. Ich würde euch auch raten, wenn ihr mehr Zeit habt,
Schaut auch euch die anderen Wasserfälle an, die sind echt schön. Wir sind nun am Ende von unserem Insel-Roadtrip angekommen. Das war heute ein wirklich brutaler Tag. Es ist natürlich nicht zu empfehlen, sich jetzt ganz Koh Phangan in einem Tag anzuschauen. Also wir empfehlen mindestens eine Woche. Aber wir haben gedacht, da wir jetzt die Insel schon gut erkundet haben, können wir das mal schnell abfertigen und euch in einem Tag zeigen. Natürlich waren das jetzt bei weitem noch nicht alle Spots. Was wir heute nicht mehr geschafft haben, aber wir haben schon Videomaterial drüber, das ist der Bottle Beach. Da werden wir euch sicher noch ein bisschen was einblenden dazu. Das ist wirklich ein toller, toller Spot, den man auch unbedingt hier auf Koh Phangan anschauen muss. Würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat der Content gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. In diesem Sinne alles Gute und bis nächste Woche zum nächsten Video. Ciao, ciao.